Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Witcher 3 Wild Hunt ich und Blood and Wine. Ja, schön, das wissen wir jetzt. Dann arbeite halt weniger. Mensch, ist so oder so bezahlt, glaube ich, hier. Egal. Ich wollte mit Geralt endlich zu Liam und Matilda zurückkehren. Das haben wir nämlich immer noch nicht gemacht. Und mal schauen, was aus denen geworden ist. Die haben ja irgendwie was gesagt, ne, dass man da ja wiederkommen soll. Und jetzt besuchen Monster wir die nochmal. Steckenpferd. Ja. Mainz. Naja, also Geralt kann auch, wenn er will. So, Plötze. Achso, Plötze ist im Stall, ne? Ich bin nämlich hier irgendwie wieder gelandet. Ich weiß gar nicht, wo ich in der letzten Aufnahme aufgehört hatte. Ich habe mich ein bisschen im Wählen rumgetrieben, um ein bisschen Fragezeichen abzuklappern und wieder Geld zu verdienen, nachdem ich ja hier so wahnsinnig viel ausgegeben hatte für die Rüstungen. Plötze. Plötze hat keine Lust. Verdammt, Plötze hat keine Lust. Mehr. Das gibt's nicht. Plötze bleibt lieber im Stall. Das Witzige ist, ich lese ja gerade immer noch die Buchreihe von The Witcher. Und wie heißt der dritte Teil? Also ich bin beim dritten Teil. Muss jetzt echt gerade überlegen. Egal, auf jeden Fall lese ich gerade den dritten Teil der Reihe. Oh, wie schön, langsamer. Er schlägt gerade ein Rad. Oh, jetzt ist es weg. Mist. Hier der Pfau da. Und mit der Plötze, ne? Der ist da gerade im Brockenlohnwald gewesen, der Geralt, wegen seiner schweren Verletzung. Und hat er sich heilen lassen, mehr oder weniger. Oha, und hat sich dann ein Pferd genommen, was wohl, glaube ich, Scoia'tael dort gelassen hatten, die sich da immer eine Weile versteckt haben. In dem Wald. Und ja, das ist natürlich auch wieder eine braune Stute gewesen. Und Rittersporn hat dann wieder so einen Scherz gemacht, weil er hat ja so ein tolles Pferd, der Rittersporn, das heißt Pegasus, und ist total, ja, so ein Pferd, dem alles wurscht ist und immer irgendwie langsam läuft. Egal was ist, es lässt sich nicht aus der Ruhe bringen. Und Geralt findet das ganz furchtbar und ist aber auch total genervt von seinem Pferd, was er da hat. Von seiner braunen Stute, weil die total nervös ist und total empfindlich ist. Wegen jedem kleinen Pups erschreckt sie und will nicht und tänzelt rum und was auch immer. Und sagt dann nur, ja, eigentlich sollte er doch der Stute auch wieder einen Namen geben. Und dann kommt einfach nur der Kommentar von Rittersporn, ja, das ist ungefähr, dass er schon weiß, welcher Name das sein wird. Also nennst du eigentlich alle deine Stuten Plötze? Ja, immer. Also Geralt hatte, wie gesagt, einen ziemlichen Plötzenverschleiß in seiner Laufbahn als Hexer. Achso, hier kann ich ja nicht keinen schnellen Galopp machen. Warum reite ich eigentlich jetzt hier durch? Naja, egal. Ein bisschen was anschauen. Ja, das ist wieder eine sehr amüsante Stelle. Die hört dann aber auch sehr schnell wieder auf. Ja, und entschuldige, dass ich jetzt immer noch im Räuspern bin. Was treibst du dich hier dauernd rum wie eine Schmeißfliege? Ich treib mich nicht hier rum, ich erledige Aufträge und außerdem gehört mir das Weingut deiner Nähe, also geht's noch. So, jetzt komm. Peter, gib mal Gas. Nicht auf mir rum, wir wollen ja eigentlich nur wissen, wie es denen geht. Ich weiß gar nicht mehr, was die von uns noch wollten. Welch eine ergiebige. Brems. Okay, wir steigen ab. Besser ist das. Plötze, warte hier. Aber das ist ja die gute Plötze, ne? Die kluge Plötze wieder. Ups, Entschuldigung. Meine Schwester hat gesehen, wo dieser eine Bettler Goldmünzen vergraben hat. Welcher Bettler? Erzähl's mir. Sofort. Naja, egal. Ich bin gerade falsch gegangen, glaube ich. Ah, nein, das sind... Nein. Adlige? Adliger? Wer hängt denn hier rum? Lecker. Oh, lauter Leute sind hier. Hexer. Dann sauft ja, halt nicht so viel. Was? Es dauert nur einen Moment, versprochen. Ja, ist gut. Zu wem gehe ich denn? Zu dir? Ah, Hexer, sei gegrüßt. Nett, dass du kommst. Mathilda und ich haben eine Überraschung für dich. Oh, ich liebe Überraschungen. Ja. Ihr scheint ja miteinander auszukommen. Oh ja. Wir haben begriffen,
dass die Streiterei sinnlos ist. Es ist wirklich angenehm geworden. So, so. Und aufregend. Aha. Und romantisch. So, so. Ich verstehe schon. Schön, dass es gut läuft bei euch. Wenigstens bei anderen Leuten. Gell, Geralt? Naja. Was für eine Überraschung. Habt ihr mal wieder ein Monster im Schrank? Nein, es ist viel schöner. Ach, schöner als Monster? Wir haben einen Wein gekeltert, von dem die besten Sommeliers meinen, er könnte Est-Est entthronen. Das haben wir dir zu verdanken. Deswegen, wenn du einverstanden bist... Wir möchten ihn nach dir benennen. Wie jetzt? Wie soll Geralt? Er heißen? Geralt von Riva, Schlechter von Blaviken, also das ja wohl nicht ein weißer Wolf. Entschuldigung, Schlechter von Blaviken, den Namen, da ist er ja nicht stolz drauf, was da damals passiert ist. Also, dass er da so einen Ruf weg hat. Geralt von Riva, weinen? Ich weiß ja nicht. Einfach nur von Riva, ja, okay. Ich finde, weißer Wolf klingt irgendwie edler, also irgendwie mysteriöser. Oder? Komm. Warum nicht weißer Wolf? Wild und charaktervoll. Das passt perfekt. Ja. Wenn du nichts dagegen hast, werden wir dir regelmäßig ein paar Flaschen schicken. Oh ja, fein. Ich würde mich geehrt fühlen. Danke. Wir haben zu danken. Alles Gute, Hexe. Kann sich Geralt wieder besaufen mit dem Regis. Oder mit dem Rittersporn. Es wäre schön, wenn Rittersporn mal zu Besuch kommen würde, oder? Aber der traut sich ja hier nicht mehr so hin, ne? Weil die Anarietta, ne? Und so, die Herzogin, die ist immer noch nicht so gut zu sprechen auf ihn. Haben wir ja mitgekriegt. So. Ja, ich glaube, es wird Zeit fürs Hauptquest mal wieder. Ja, mach mal schön Stampfe. Machst du fein. Super. Gut. Werden wir doch dahin gehen, oder? Ja, Marsch. Geh mal zur Herzogin. Es wird Zeit, dass wir dir doch mal jetzt Bericht erstatten. Komm, Plötze. So weit ist es ja nicht, oder? Ich habe geschworen, die Hansen bis zum Tod zu bekämpfen. Bis zu ihrem oder meinem. Ja, wohl eher bis zu deinem. Schneller. Ihr edlen Ritter seid's immer so... Naja. Hier ist die Luft so gut, dass egal. Die haben doch ständig einen Kater. Hier ein Kater hat Blödsinn. Die sind doch dauerverkatert, die Leute. Entschuldigung, Plötze. Wollt's da nicht drüber stürzen? Sowas. Eieiei. Wo müssen wir hin? Hoch zum Schloss, oder? Ich hätte nie gedacht, dass ich Zeiten wie diese... Was ist mit Zeiten wie diese? Langsam. Was ist hier? Kräuterladen? Elfenstatuen werden lebendig, ja, um die, ne, Mitglieder des Freundeskreises der Geschichte von Toussaint zu ermorden. Bürger, nehmt euch vor der Historie. Sowas. Ich hab Bries zurück. Nicht versäumen. Gleich Karten kaufen. Nur Leute, ganz ehrlich, das muss ich mir jetzt noch anschauen. Ihr wisst noch hier, ne? Die göttlichen Eier. Und? Na los, berühr ihn. Du machst wohl Scherze. Das ist so harmlos, ne? Das ist einfach das Blatt des Übliche davon. Auch wenn es nur eine Statue ist. Ach, einen Bekannten würdest du anfassen? Ich kann nicht glauben, dass ich das wirklich mache. Das ist also der berühmte... Nein, das hat tatsächlich eine Wirkung. Mit dem riesigen... wirklich atemberaubend. Du bist der berühmte Geralt von Riva, nicht wahr? Ja, der ist gerade so übermütig, dass er hier die Treppe runtergepoltert ist, weil er die Eier von Reginald berührt hat. Plötze? In Italien sind Plötze? Dargestellt. Ach da. Plötze, was machst du da? Du kannst doch nicht einfach die Sachen hier klauen. Unglaublich, dieses Pferd. Klaut das Viech einfach beim Händler. Hallo? Entschuldigung. Gleich Karten kaufen. Nur bei mir. Wir hauen mal lieber schnell hier ab, sonst wird es jetzt noch peinlich. Geralt, also ehrlich, schämst du dich gar nicht? Diese Aberglaubenssache? Nee, abergläubischen Sachen. Egal. Der Norden muss schrecklich barbarisch sein. Ja, total barbarisch. Plötze?
Drei Wemser Plätze? Habe ich. Weiter so, Plätze. Kann ich mich zeigen. Da war irgendein Hindernis, ein Unsichtbares. Unsichtbares, ja. Ich glaube heute, ich spreche nicht ganz normal. Kann das sein? Ich habe so leichte Sprachprobleme. Sind wir schon über diese Brücke geritten? Langsamer. Das erinnert mich so ein bisschen an die Dingsbrücke in Rom. Ich habe vergessen, wie sie heißt, hier mit den Engeln. Aber es sind natürlich keine Engel, sondern Elfen, ne? Oder Krieger auf jeden Fall in irgendeiner Art. Aber das ist ja, das sind ja alles elfische Bauwerke hier. Das sieht schön aus. Ich glaube, das wird heute nichts mehr mit dem richtigen Quest in der Aufnahme. Ich bin wieder nur am Gucken. Ich kann mich hier echt nicht satt sehen. Das ist der Wahnsinn. Ehrlich. So eine Kacke. Ja, hast ja recht. Wir gehen weiter. Hören auf zum Palast. Wir sollten ja eigentlich mal vom Pferd absteigen. Aber da sind ja noch mehr Ritter, die reiten, ne? So. Oh Mann. Komm, gib noch mal ein bisschen Gas. Das aus, Fick da drüben. Durst. Gib mir was zu trinken. Hexer oder nicht? Den Arsch muss man sich ja doch aufreißen. Du bist der berühmte Geralt von Riva, nicht wahr? Ja, bin ich. Schubidubidu. Wem geht's denn da so gut? Da wird den Kindern was erzählt? Ach, wie herrlich. Ich war eine Weile nicht mehr hier. Deswegen bin ich gerade wieder so, und wie schön und wie toll. Denn seit meinem letzten Hexerausflug sind da auch wieder einige Tage vergangen. Leider, leider. Sehr schade. Also jetzt steige ich jetzt mal ab, ne? So. Na, siehst du ordentlich Aufträge an Land? Boah, es geht. Meint der mich? Geht's denn hier hoch? Hier, okay. Ganz ruhig. Ui. Keine Schlägereien. Hier war ich noch nicht, ne? Das ist schön. Richtig schön. Muss mal kurz hier ausblenden. Nee, das war nicht. Wo war nochmal alles ausblenden? Ich hab's vergessen. Hier ist alles ausblenden. Sehr schön. Ach! Nicht wahr? Ganz ruhig. Ja, keine ja. Keine Schlägereien. Nein, nein. Wir sind friedlich. So. Anna Henrietta, wo bist du? Da. Geralt von Riva, Meister Hexer. Ich hatte recht. Kaum bist du da, gibt es Ärger. Geh beiseite. Ich habe etwas mit der Herzogin zu besprechen. Endlich, Hexer. Wir saßen auf glühenden Kohlen. Hast du Miltons Mörder gefunden? Naja. Naja. Oh Gott, was antworte ich da? Der Fall ist ernster als gedacht. Das Biest. Ich konnte es nicht töten. Es ging nicht. Wir schicken dich einem Monster nach und du kommst mit leeren Händen zurück? Wie äußerst enttäuschend. Ich kann das erklären. So einfach ist das nicht. Das Biest ist ein mächtiger Vampir. Ist das ein Problem für einen Hexer? Wie man einen Vampir umbringt, weiß doch jeder. Man muss ihn nur ins Sonnenlicht locken. Oder sich mit Knoblauch behängen und ihm einen Pfahl durchs Herz treiben. Du kennst dich toll aus. Knoblauch ist gegen Vampire nutzlos. Genau wie Sonne und Pfähle. Das sind nur Legenden. Sowas funktioniert nur in Märchen. Und Kreuzdorn? Als ich klein war, hat Oma Ademata immer gesagt, dass Kreuzdorn Vampire vertreibt. Am besten hält man sie sich mit dem Silberschwert vom Leib. Aber das bringt sie nicht um. Nur ein höherer Vampir kann seinesgleichen wirklich umbringen. Ausreden, nichts als Ausreden. Gnädige Herrin, ich organisiere sofort eine Treibjagd und mache der Sache ein Ende. Der Hexer muss uns nur sagen, wo wir das Monster finden. Nee. Also, nee. Langsam, das ist Hexerarbeit. Keine Sache für Wachmänner. Wenn die Hexer versagen, muss eben die Wache ran. Ich nehme meine besten Männer, 40 gestählte Veteranen. Oh, scheiße. Gegen die kommt kein Vampir an.
40, 50, 100, ganz egal. Das spielt keine Rolle gegen ihn. Du hast meine Männer noch nicht in Aktion gesehen. Können sie gegen Nebel kämpfen und ein Ziel treffen, das schneller ist als der Wind? Wie? Welche Kreatur bringt sowas fertig? Eine solche Kreatur. Höhere Vampire nennt man sie. Jeder ist anders, einzigartig, könnte man sagen. Manche können sich in riesige Fledermäuse verwandeln, andere können mit Tieren reden und ihnen Befehle geben. Aber sie sind alle geistlose Monster. Nein. Ganz falsch. Niedere Vampire wie Alpen, Ekimmen, Katakane werden vielleicht vom Instinkt beherrscht. Die greifen alles an, was nach Blut riecht. Aber höhere Vampire denken. Sie gebrauchen ihren Verstand. Vernunftbegabte Monster. Kuriose Vorstellung. Nun, was willst du also unternehmen? Ja, muss ich jetzt mit ihm genauer darüber reden? Ich glaube irgendwie, ich habe die falsche Antwort vorhin genommen, oder? Ich weiß es nicht. Bei den ersten beiden Optionen. Er ist nicht einfach nur ein Monster, sondern eine mächtige Kreatur, die seit Jahrhunderten über die Erde wandelt. Nicht möglich. Wenn sie so mächtig sind, warum haben sie uns da nicht alle umgebracht oder versklavt? Sie mischen sich normalerweise nicht in die Belange der Menschen ein. Menschen interessieren sie nicht. Und fürchten Sie nicht, dass wir Sie eines Tages vernichten? Der Gedanke würde Sie eher amüsieren. Sie sind sich Ihrer Stärke durchaus bewusst. Und was können wir dann tun? Hast du einen Plan? Klingt jetzt irgendwie dämlich, ne? Am besten versuchen wir, mit ihm zu reden. Nicht zu fassen. Da bestellt die Herrin einen Hexer, damit er ein Monster tötet, und er möchte mit ihm schwatzen. Ach, halt doch die Pappen. Ich weiß, was ich tue. Seine Liebste wurde entführt. Er wird erpresst. Erpresst? Erläutere doch freundlicherweise, wie man einen Vampir erpresst. Höhere Vampire sind uns ähnlich. Sie werden von Emotionen angetrieben, nicht vom Instinkt. Sie sind nicht nur sehr intelligent, sondern auch zu vielfältigen Gefühlen fähig. Sogar zu Liebe. Dieser hier hat sich in einen Menschen verliebt, in eine Frau. Er würde alles tun, um sie zu schützen. Du willst doch wohl nicht andeuten, dass wir Miltons Mörder ziehen lassen sollen. Oder darauf warten, dass er wieder zuschlägt. Wir müssen ihn so schnell wie möglich unschädlich machen. Das ist ja mein Ziel, weitere Angriffe zu verhindern. Der Vampir ist nur das halbe Problem. Vor allem ist der Erpresser schuld. Er hat die Frau entführt, um den Vampir zu kontrollieren. Und was schlägst du vor? Ja, ne? Ja, ist klar. Ich finde die Erpresser und befreie die Geliebte des Vampirs. Dann hat er keinen Grund mehr zu morden. Du sollst ihn vernichten, nicht ihm helfen. Am wichtigsten ist es, dass niemand mehr stirbt. Sobald die Frau in Sicherheit ist, hat er keinen Grund mehr zu töten. Gut, ich gebe zu, du hast mich nachdenklich gemacht. Vielleicht hast du recht. Weißt du irgendwas über die Erpresser? Ich habe einen Hinweis. Ein paar Zettel, auf denen der Erpresser die Namen der Opfer aufgeschrieben hat. Einer der Zettel hat einen Fleck, offenbar ist es Wein. Das ist nicht sehr aussagekräftig. Du hast keine Ahnung, wie sehr du dich irrst, mein Lieber. Mhm. Her mit dem herzoglichen Sommelier! Hopp, hopp! Oh, jetzt wird Wein geschnuppert, oder? In Toussaint ist Wein heilig. Hier gibt es keine einfachen Weinflecken. Hier gibt es nur die Weinflecken, die aus Tropfen von Est-Est, Ervelus, Fiorano bestehen. Die gnädige Herrin wünscht mich zu sprechen? Hexer, zeig ihm das Papier. Benoit, kannst du herausfinden, welcher Wein diesen Fleck gemacht hat? Abschlabber? Durchaus. Eindeutig Sans Retour Westufer. In Fässern von Beauclair-Eiche gereift.
Tiefer Burgunderton. Sehr klar. Das ist San Real. Jahrgang 1269. Das ist unmöglich. Dieser Wein wird auf Castel Ravello eigens und ausschließlich für den herzoglichen Hof gekeltert. Vielleicht wurde der San Real gestohlen. Wir müssen zum Weingut. Vielleicht hat es dort einen Vorfall gegeben. Heißt nicht San Real irgendwas mit königliches Blut? Dieser Wein, erzähl mir doch mehr, bitte. San Real, nie gehört. Es ist höchst unwahrscheinlich, dass du ihn je kosten konntest. Ich sagte ja, er ist der Herzogsfamilie vorbehalten. Und trotzdem ist er auf diesem Stück Papier gelandet, sofern der Sommelier der gnädigen Herrin sich nicht irrt. In Weinfragen irrt Benoit sich nie. Wenn er sagt, dass es San Real ist, dann ist es San Real. Wir müssen gleich zum Castel Ravello reiten und nachforschen, was geschehen ist. Moment. Die gnädige Herrin möchte mich begleiten. Kommt nicht in Frage. Du glaubst ja wohl nicht, dass wir auf unserem herzoglichen Hintern rumsitzen, während das Herzogtum in ernster Gefahr ist. Also, naja. Gnädige Herrin, was du vorschlägst, ist zu riskant. Der Hexer muss alleine gehen. Es ist erfreulich, dass die Herren sich ausnahmsweise mal einig sind. Aber meine Entscheidung ist getroffen. Wir brechen auf. Wir haben die bestmögliche Eskorte. Dich, Hauptmann, und Geralt. Yay! Wir werden inkognito reisen. Der Hof braucht keinen Anlass zum Tratschen. Wie soll denn das gehen mit dir inkognito? Für die Dauer dieser Mission entbinde ich euch von der Verpflichtung, dem Hofprotokoll zu folgen. Das bedeutet, ich bin jetzt Anna Henrietta, nicht eure edle Herrin. Jawohl, edle Herrin. Hexer, bist du bereit? Also, naja, also wenn ihr meint, okay, also ich bin jetzt ein bisschen baff. Ja, bin bereit. Schreit zur Tat. Augenblick noch, ich muss mir etwas angemessen Dezentes anziehen, dann brechen wir auf. Ich wollte gerade sagen, ne? Powerfrau, trotzdem ist das alles ein bisschen seltsam, irgendwie komisch. Ah. Dezentes Outfit. Wer ist diese seltsame Frau zwischen einem Ritter und dem Hexer? Wah, wah, wah. Und ein Ladebildschirm. Wie schön. Einige Zeit später, die Straße zum Castel Ravello. Und es ist dunkel. Toll. Und schon wieder, sag mal. Hattest du schon mal mit so einem Vampir zu tun? Ja. Wie ist es ausgegangen? Hast du ihn getötet? Ich musste nicht gegen ihn kämpfen. Er hatte niemanden umgebracht. Und hat schon jemand einen solchen Vampir besiegt? Ich kannte einen Mann, der einen Vampir besiegt hat. Getötet hat er ihn aber nicht. Das könnte nur ein anderer Vampir. Aus dem Weg! Meine Güte! Ich weiß gar nicht, wo wir hin müssen. Ich sehe es nicht, muss ich ehrlich sagen. Ne? Auf der Minimap ist es nicht... Der Wagen wurde von Panzern angegriffen! Wir müssen helfen! Bleib zurück, gnädige Herren! Wir kümmern uns darum. Schneller. Ach so, da. Zurück, mein Bestien. Gott. Verschwinde! Da. Ich hab mir gerade gedacht, wo denn, wo denn? Wie lange soll ich... Hallo? Zurück, Bestie! Verschwinde! Hilfe! Rettet uns! Ja, ja. Komm, wo bist du, Viech? Achso. Au! Meine Güte! Gehen wir weiter. Wenn ihr nicht gewesen wärt... Ihr Glück, dass wir gerade vorbeigekommen sind. Vielen Dank. Ihr habt uns das Leben gerettet. Jetzt krieg dich wieder ein, Plötze.
Ups, nein, wollte ich doch gar nicht. Meine Güte. Erzähl mir mehr über dieses Weingut. Castel Ravello? Das Beste in ganz Toussaint. Der Betreiber ist ein alter Winzermeister, Fabrizio. Kann man ihm trauen? Er hat den Posten seit Jahren. Bislang gab es keine Probleme. Sag mir, was du denkst, Geralt. Wie ist der Sangreal auf das Papier gekommen? Ist jemand auf dem Weingut der Erpresser? Vielleicht ein Diener, vielleicht der Verwalter. Vielleicht wurde der Wein auch einfach aus dem Anwesen gestohlen. Wir werden es erfahren, wenn wir eintreffen. Es ist... Oha, es ist was? Wir waren zu schnell. Na? No. Hauptmann de la Tour. Wir hatten gar keine Besucher aus dem Palast erwartet. Wie steht es denn am Hof? Du hast zweifellos vom Biest von Beauclair gehört. Wir haben alle Hände voll zu tun. Erst recht, da die Kreatur zuletzt in den Palastgärten angegriffen hat. Der gnädigen Herrin ist doch nichts widerfahren. Nett, dass du fragst, Meister Fabrizio. Ich bin wohlauf. Gnädige Herrin, man hat uns nicht informiert. Ich lasse sofort den Salon vorbereiten. Das ist nicht nötig. Wir sind nicht offiziell hier, wie du siehst. Natürlich. Darf ich fragen, was dich zum Castel Ravello führt? Ja, wir sind zu einer Inspektion her. Ja, oh, toll. Wir kommen mit einigen Fragen zu dir. In diesem Land gilt es als höflich, sich erstmal vorzustellen. Entschuldigung. Das ist Geralt von Riva, ein Hexer. Er ist auf meinen persönlichen Wunsch in Toussaint. Und das heißt? Das heißt, ich erwarte, dass du ihm mit äußerstem Respekt begegnest. Natürlich, gnädige Herrin. Hast du gehört, Hexer? Fabrizio wird dir gern jede Frage beantworten. Reden wir über Sangreal. Ich Hallo? Stehe zu Diensten. Erstmal. Womöglich wurde ein Teil des Weins gestohlen. Es ist nur so eine Idee. Gab es in letzter Zeit Diebstähle? Diebstähle? Nicht, dass ich wüsste. Vor ein paar Tagen habe ich mir noch das Lager angesehen. Es ist alles vollzählig. Okay. Die Fässer sind im Keller gut aufgehoben, das versichere ich. Ja, dann muss es einer von hier gewesen sein, ne? Der Sangreal. Wie viele Arbeiter haben Zugang dazu? Eigentlich nur ich. Mhm. Du machst den Wein ja nicht alleine. Hier sind doch noch mindestens ein Dutzend Arbeiter beschäftigt. Ich sehe, du verstehst nicht viel von der Winzerei. Trauben haben einen langen Weg vor sich, bis sie zu Sangreal werden. Die Arbeiter unterstützen mich nur bis zu der Fermentierung. Die Mazeration überwache ich alleine. Niemand kommt in die Nähe der Fässer. Beim Abfüllen helfen mir die Arbeiter wieder, aber dann versiegle ich die Reifefässer persönlich, jedes einzelne. Der Wein wird im Keller gelagert und reift. Wenn diese Phase abgeschlossen ist, haben wir Sangreal. Und nur ich habe den fraglichen Kellerschlüssel. Mit Fragen kommen wir nicht weiter, das sehe ich. Zeitverschwendung. Nicht doch, ich habe noch eine Frage. Wie soll ich das verstehen? Meister Fabrizio, wir haben Beweise dafür, dass jemand sich unerlaubt einer Menge Sangreals bemächtigt hat. Und das bedeutet zweierlei. Aber ich Entweder wollte noch... lügst du also uns ehrlich. Frech ins Gesicht, oder du hast dir den Wein unter der Nase wegstehlen lassen, ohne es zu merken. Verantworten wirst du dich auf jeden Fall. Aber... Sei still und hör zu. Ich werde die Fässer persönlich inspizieren. Das gibt dir Zeit zum Nachdenken. Wenn ich zurückkehre, erwarte ich Antworten. Sag, wo wird der Sangreal gelagert? Im Hauptkeller. Um die Ecke. Ich zeige ihn dir. Ich finde ihn schon. Gib mir den Kellerschlüssel und warte hier. Natürlich, gnädige Herrin. Hier ist er. Komm, Hexer. Verdammt. Ich war doch noch gar nicht fertig mit der Befragung.
Mensch. So ein Mist. Ich wollte doch noch fragen, wie der wir transportiert hier, wird. Fabrizio. So ein Kack. Mensch. Was, wenn Fabrizio den Vampir erpresst? Hast du dir das überlegt? Er hat seine Schwächen, aber sowas würde ich nie von ihm erwarten. Er ist sehr loyal. Er verdankt mir alles. Sein Vater hat das Familienvermögen durchgebracht. Sein Sohn hat nichts als sein enzyklopädisches Wissen über Wein geerbt. Fabrizio hat als Bettler gelebt, bevor ich ihn zum Sommelier auf Castel Ravello gemacht habe. Seitdem sehr unauffällig. Seitdem kann er erst seine wahren Fähigkeiten einsetzen. Gitter werden? Na super, ein Keller, ein düsterer Keller. Und Geralt rennt gegen Hindernisse. Geht's da lang? Geralt ist neugierig. Also, wo fangen wir an? Sehen wir nach, ob alle Fässer da sind. Hier ist ein Bestandsbuch. Okay, dann schauen wir uns das Bestandsbuch an. Aber nicht mehr in dieser Folge, sondern in der nächsten. Ich bedanke mich fürs Reingucken und sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.